Thanks. So, den Fähigkeitenpunkt habe ich wohl erhalten, nicht wahr? Kann Hallo. Ich auch mit ihm sprechen? Achso, jetzt gibst du noch Hallo. By the way, Fertigkeitenpunkte. Ach cool, guck mal, man kann auf... Achso, ist interessant. So. Ich bin's leid, nee. Zeug zu arbeiten, ha? Das wir nicht gemacht haben. Fertigkeiten und Eigenschaften. Pass auf. Ich verstehe einfach nicht, wie die Chair so. Schön, dass ihr jetzt alle hier redet. Boah, ich muss noch ein bisschen weg. Die gehen mir ein bisschen auf den Sack, dass sie hier die ganze Zeit labern. Ja, ist mir egal, tanzt du anders. Tanzt du anders, lass mich in Ruhe. So. Ich muss hier gucken. Ich habe ja 11 Fertigkeitenpunkte. Ja, die könnte ich theoretisch alle mal so verteilen. Ne? Ich muss halt jetzt aber erstmal gucken, wo kann ich sie denn verteilen. Da müssen sie schon härter zuschlagen. What the fuck? Ach so. Ich dachte schon jetzt hier, ne? So. So, Fertigkeitenpunkte. Das Ding habe ich. Glyphe des Element, der Elementharmonie. Heilt mich, macht, bla bla bla. So. Ätheren. Ethererneuerung. Heilung 32, entfernt Zustände, Pulse 8. Dafür bräuchte ich 3 Siegel der Wiederherstellung, Heilung pro Zauber. Das kann ich, da brauche ich 25 Punkte für, das könnte ich machen. Oder man macht sowas hier. Arkane Welle, trefft Gegner in der Nähe mit einer Energiewelle mit kritischem Schaden. Das hört sich doch schon mal gut an, das Kauf, habe ich mir das gekauft jetzt? Lernen. Ganz nützlich. Gelernt. Ich weiß nicht, wie ich das benutze, wahrscheinlich automatisch. Keine Ahnung. Achso, nee, das wäre die 7 dann, ne? Glaube ich. Ah, so. Da muss ich das ja auch ab und zu mal ein bisschen angucken. Das ist also so ein Heilzauber. Der ist eigentlich schon ganz schön gut. Jetzt könnte ich das machen oder ich guck mal weiter. Dann hätte ich mir das noch gar nicht umgebracht. Arcana-Schild blockt Angriffe mit einem Schild aus Energie. Wenn er 3 Angriffe geblockt hat, explodiert er und verursacht kritischen Schaden. Schaden 62. Arcana-Schild, 5 Sekunden, blockt Angriffe. Explodiert nach 3 geblockten Angriffen. Anzahl der Ziele 5, Radius 360, Betäubung, was ist das? Glyphe der Elementarkraft. Erhaltet die Chance, Feinden Zustände auf Basis eurer Einstimmung zuzufügen. Oh. Das ist cool. Das möchte ich lernen. Jeden Tag etwas Neues. Glyphen der Stürme. Ich meine, ich kann mir alles kaufen und einfach hier reinsetzen, aber wozu soll ich denn unnötig was ausgeben? Ne? Glyphe der Stürme. Oh, das ist cool. Jetzt ist mir das klar. Siegel des Feuers. Passives Siegel verbessert kritische Trefferchance, bewirkt Verbrennung bei euren Gegnern. Das ist eigentlich auch interessant. Nebelform. Verwandelt euch für kurze Zeit in einen unverwundbaren, dunstigen Nebel. Das ist auch cool. Ganz nützlich. Was ist das? Flammenaxt beschwören. Manifestiert eine Lava-Axt in euren Händen und an dem Zielort. Träger dieser Waffe erhalten erhöhte Kraft und Zustandsschaden. Flammenbeschwörung, Attribute, 40 Kraft, blablabla. Bla bla. Eigentlich kann ich mir das alles einfach mal kaufen. Ich habe ja genug Punkte. Ach so, guck mal, jetzt habe ich hier genug Gold, jetzt könnte ich hier, oder was? Arcane Macht. Eure nächsten 5 Angriffe wirken kritischen Schaden. Interessant. Das ist im Grunde dann das Weiterführende davon, oder was? Siegel des Wassers. Heilt alle 10 Sekunden ein Zug. Oh, heilt? Okay. Interessant. Der Luft. Also Bewegungsgeschwindigkeit auf Ziel in der Nähe befindliche Gegner. Schaden 21 Minuten. Okay. Erde. Reinigendes Feuer. Schmerz für Schmerz. Ich bin ja eigentlich eine Luftmagierin, so, ne? An und für sich. Deswegen könnte man. Also ich kaufe mir jetzt einfach. Nee, ich mach mal. Ich habe jetzt ein paar Sachen gekauft. Ich würde jetzt sagen, wir gucken jetzt mal, was wir hier benutzen. Siegel der Luft machen wir einfach mal rein. Was soll's? Und. Elementarkraft. Auslösechance 25%. Kühle. Also bei Feuer brennen die 3 Sekunden 144 Schaden. Minus 66% Bewegungsgeschwindigkeit. Aufladerate von Fertigkeiten. Schwäche. Minus 50%. Ausdauerregeneration 50. Patzer. Verkrüppeln. Okay. Effekt Wiederaufladung 5 Sekunden. Erfrischend. Dauer 30 Sekunden. Hebt Betäubung auf. Ich probiere mal das hier einfach. Den Sturm. Warum nicht? So. Während sie sich da so geregelt hat, haben wir hier Hard
ernstes Business gemacht, ne? So, jetzt sind wir gerade hier. Jetzt ist natürlich die Frage, was soll ich hier tun? Ich soll ihnen ja helfen. Aber wie helfe ich denen denn? Wer Asis sings? So, gelöscht. Ach so, das... Okay. Ja, gut, kann man ja mal eben drüber pinseln hier, ne? Wir sind ja Maler vom Beruf, deswegen ist das gar kein Thema. Machen wir rucki zucki, sieht auch wunderhübsch aus. Oh, eine kleine Katze. Eine Katze. So, mal gucken, wo sind noch so... Moment. Den zerschlagen wir mal eben. So geht's ja nicht. Ja, so ist das. Eigentlich wollte ich ein bisschen mehr die, so die persönliche Geschichte machen. Und nun sind wir hier in Beetletoon und helfen den Leuten. Ja. Machst du nix, ne? So, Bürgerin, wo gibt's hier noch Kritzeleien? Hier gibt's bestimmt überall Kritze. Da ist noch eine Kritzelei. Du musst auch noch... Hier ist auch noch so ein... Zack. Das bringt aber... Ja, herzlich wenig. Was bist du? Eine Ratte. Dich lasse ich mal lieber leben. Moment, hier war noch was. Ah. Noch eine Kritzelei. Bei so vielen Kritzeleien, dann geht's relativ schnell. Hier sind aber bestimmt auch irgendwo Kritzeleien. Da ist noch eine Kritzelei. Hier auch Kritzeleien. Nö, erstmal nicht. Gut, dann machen wir erstmal die hier weg. Da. Obwohl ich sagen muss, das bringt recht wenig, ne? Wobei, das bringt irgendwie alles gleich viel, habe ich das Gefühl. So, zack. Da ist noch eine Kritzelei, die machen wir auch weg. Kann ja nicht sein, sowas. Bin froh, wenn sie nicht herkommen. So ein Scheiß. Kauft euch mal ein Tütchen Mut. Kauft euch mal ein Tütchen, wollte er sagen. Und dann hat er noch schnell Mut hinzugefügt. Der alte Lump. Okay, wir brauchen noch ein paar Kritzeleien. Please give me... Was ist das denn? Das sieht ja gut aus, ey. Geil. Hier ist noch so ein Bienenstock. Kaputt. Vor allem, dass man dann auch immer so episch in die Luft springen muss für. Finde ich schon ziemlich cool. So, ein paar Sachen brauchen wir noch. Dann haben wir es geschafft. Man könnte theoretisch auch helfen. Was macht ihr denn hier so? Scheint gute Laune zu haben. Ja, ja, ist gut. So, die scheinen hier Fat Party irgendwann zu machen. Hier könnte ich jetzt verkaufen, kaufen, wie auch immer, alles. So, ja, ein paar Kritzeleien brauche ich aber noch, ne? Oder Wespennester. Die würden mir auch recht kommen, also... Die... Da ist ein Kind, das interessiert mich jetzt nicht so sonderlich. Da ist noch ein Wespennest. So, ein paar brauchen wir noch. Eins noch. Eine Sache noch, egal was, eine Sache brauchen wir noch. Dann wären wir eigentlich soweit fertig. Da ist zu, das heißt, da darf ich wahrscheinlich auch noch nicht hin. Ich kann ja mal hier ins Haus gehen, vielleicht gibt es hier irgendwas Interessantes. Oder auch nicht. Ich kann ja mal hochgehen, vielleicht gibt es da irgendwas Interessantes oder auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aha, interessant. Wäre jetzt noch ein Stockwerk weiter nach oben gegangen, aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm, ja. Oh komm, eine Sache brauche ich noch. Hier verlasse ich ja das Dorf. Oder die Stadt. Irgendwo muss noch was sein. Ich weiß auch nicht, wie kann ich denn beim Karneval helfen? Ich könnte hier gebraucht werden. Blablabla. Ja, ja, ich muss los. Ich habe keine Zeit, Freund. Ich habe keine Zeit, Kumpelblase. Verstehst du? Da ist noch ein Wespennest. Mach's kaputt. Juhu! Damit kommen wir natürlich auch dem Abschluss in Königenthal immer näher.
Denn so viel ist hier gar nicht mehr. Gibt noch zwei davon. Es gibt noch zwei davon. Gut, hiervon gibt es noch sechs. Hiervon gibt es noch zwei Punkte und es gibt noch einen Aussichtspunkt. Also es ist nicht mehr wirklich viel. Jetzt ist natürlich die Frage, wo sind denn die fehlenden Sachen? Die müssten ja dann hier unten irgendwo sein, ne? Müsste eigentlich schon wieder ein neues Gebiet sein. Möglicherweise zumindest. Das Krüter. Ja, weiß ich nicht. Gut, ich könnte natürlich auch... Ah, guck mal, hier ist noch so eine Sehenswürdigkeit. Also ein paar Sachen hätten wir im Grunde noch zu tun. Allerdings werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde mich jetzt erstmal hier importen. Importe mich, trinke jetzt was. Und... dann machen wir noch ein wenig die persönliche Geschichte weiter. Von der guten Gwennifer. So. Da muss ich wieder da lang latschen. Wir sollten uns ja in das Versteck der Bösewichte, so nenne ich sie jetzt einfach mal, einschleichen und ein bisschen verdeckt ermitteln. Und... ach du meine Güte, Zentauren an den Festungstoren, na, das ist jetzt nicht gut. Das wollen wir doch eben mal tun. Da reden wir mit den Seraphen-Bogenschützen. Ich wache über diesen Ort. Ah, Gwennifer. Hauptmann Logan sagte, ich sollte euch erwarten. Die Banditen, nach denen ihr sucht, haben einen Stützpunkt in der Nähe. Ihr findet ihn, wenn ihr diesen Hügel hinabgeht und den See durchschwimmt. Viel Glück. Danke für eure Hilfe. Alles klar. Und auf dem Weg dahin machen wir... Oh, ich habe gerade die falsche Kraft drauf, ne? Merke ich gerade so. Ich fühle mich gut. Lol. Unser Leben ist so... Hä? Also ich muss sagen, ich verstehe dieses Spiel manchmal nicht. Also nicht so wirklich. Warum habe ich denn jetzt so wenig Leben? Ich mir... Ne? Ich hatte gerade mehr. Ach so, na klar, man levelt ja immer. Ich bin zwar hier Level 10, aber man levelt ja immer mit, das habe ich vergessen. Ich bin im Grunde jetzt gerade nur Level 6. Ach stimmt, ich kann ja mal hier den machen. Ich wünschte, ich könnte. Toll. Toll, stirbt die einfach. Planschkuh. Na gut, dann ab ins kühle Nass. Ich könnte unter Wasser noch ein bisschen kämpfen, weil ich habe hier noch nicht alle Fähigkeiten frei. Da fehlt mir noch das ein oder andere zu. So, jetzt habe ich nämlich auch die hier frei. Ist ja schon tot, alles gut. Lalala, 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 lalala. Ach so, hier kann man... Ah, und... Nee. Muss ich mal gleich gucken, ob ich unter Wasser neue Fertigkeiten damit zunehmen kann oder nicht. Weiß ich ja nicht genau. Ehrlich gesagt. So, den können wir durchsuchen. Das machen wir eben. Mal kurz gucken. Ah, cool. Hier kann man die Nebelform zum Beispiel unter Wasser nehmen und dann sagen wir einfach, komm. Wir nehmen das noch. So. Weiter geht's. Ich muss noch ein bisschen weiter skillen hier, ne? Aber das machen wir später. Irgendwann. Irgendwann werde ich das schon machen. Guck mal, der kleine Arschkrebs. Jetzt greift er mich an. Jetzt machen wir den hier. Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt der Feuersturm. Heilt er sich? Mich ein bisschen verarschen hier. Jetzt habe ich komischerweise ein bisschen mehr Leben, ne? Naja. So, oh, Moment. Hier ist irgendwo eine Erzader. Instanz betreten. Jawohl. Verdeckt arbeiten. Und genau das wollen wir jetzt auch tun. Ein wenig verdeckt arbeiten. Ich bin ja mal gespannt, wie das wird. Ach, guck mal. Wir sehen komplett anders aus. Wir haben irgendwie auch eine komplett andere Haarfarbe.
Okay. Naja, egal, was soll's. Und unsere Fertigkeiten bleiben dieselben. So, Tür geöffnet, einfach durch uns durch. Mein Wissen wächst. Cool. Schleicht euch ins Versteck der Banditen, damit Quinn nicht ins Gefängnis muss. Schleicht euch in das Banditenversteck ein, okay. Was ist uns denn da zugelaufen? Die sieht doch ganz Wer anders seid aus. Ihr? Ich bin neu hier und will mich beweisen. Pete meinte, ich soll mich umsehen und nützlich machen. Gut, es gibt viel zu tun. Steht nicht im Weg herum und wenn sonst niemand was für euch hat, kommt wieder zu mir. Ich werde Arbeit für euch finden. Alles klar, du bist der Boss, ne? Sprecht mit Dan, dem Dransalierer. Alles klar. Wo ist denn Dan? Oh, Moment. Dan, der Dransalierer, da ist er ja. Jetzt soll ich nochmal mit ihm reden? Alles klar. Ich werde gesucht. Ihr glaubt, ihr seid zäh genug, um bei unserer Bande mitzumachen? Ihr glaubt also, ihr könnt hier einfach so hereinspazieren und Dan, der Dransalierer, nimmt euch auf? Ich bin zäher als drei von euch zusammen. Ach, wirklich? Dann wollen wir mal sehen, was ihr drauf habt. Der Fluss da drüben wimmelt nur so von Lindwürmern. Wenn ihr schon so zäh seid, dann kümmert euch um sie. Und was genau wollt ihr machen? Zusehen? Problem damit? Ihr wollt euch doch beweisen. Jetzt. Zieht schon los. Na gut. Hier sind Lindwürmer drin. Ja, hallo? Guck mal denn da hin. Hier gibt es ein paar auf die Fresse für den Lindwurm. Verstehst du? Kennen wir nix, kennen wir da. So. Können wir mal die anderen Skills mal ab und zu nutzen. Warum nicht? Moment, ich will die 7 benutzen. Mach doch mal die 7 jetzt. Ah, ich bin unsichtbar. Das kann man teilweise echt gut benutzen. Wie viel muss ich denn hier töten? Alle. Alle Lindwürmer töten. Alles klar. Ich töte alle Lindwürmer. Da ist noch ein Lindwurm. Na, komm mal her, du kleiner Lindwurm, du. What the fuck? Das sind aber mehr als nur einer. Wollte ich mal so anmerken, ne? Ist euch schon klar, dass ihr drei seid und ich bin alleine? Finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Naja, wir werden schon irgendwie... Wir werden schon schaukeln, das Ding, ne? So. Hier. Also wirklich. Sind hier nicht alle Lindwürmer tot? Wir gehen nochmal hier in die Richtung. Hier war ja dieser Wasserfall. Hm. Also hier wären alle tot, ne? Lindwürmer technisch. Ach, den soll ich auch töten. Ja, ist kein Thema. Pass mal auf, wie ich den jetzt töte. Brenn! So. Das war das. Jetzt muss ich hier nochmal rüberspringen und hier rein, weil hier, nee, hier dürften keine Lindwürmer eigentlich mehr sein. Sind die vielleicht so noch irgendwie Lindwürmer am Start? Ich bin so aufgeregt. Ich habe noch nie sowas Wichtiges gemacht. Nein. Da ist noch einer. Na gut, dann würde ich sagen, den... Ach, ich hätte erst das machen müssen. Ah, wobei, der hat getroffen, dann passt das schon. Brenn, du kleiner Lindwurm! Brenn! So. Und wieder zurück zu Dan, dem Dransalierer. Das ist auch ein super geiler Name. Muss man einfach mal so sagen. Macht schnell! Ihr habt es diesen Lindwürmern also gezeigt. Na und, das war doch ein Kinderspiel. Beeindruckt mich gar nicht. Dann stellt mir eine andere Herausforderung. Gibt es nichts Stärkeres in dieser Gegend? Vielleicht. Da gibt es einen Skal im See vor der Höhle. Wir nennen ihn alte Schorfflosse. Tötet diesen widerlichen alten Stinker und ihr habt meinen Respekt. Meint ihr, dass ihr das hinkriegt? Natürlich, ohne weiteres. Wo findet ihr diese Schorfflosse? Wo finde ich sie? Skale finden frisches Fleisch unwiderstehlich. Legt einen Köder auf den Felsen hinter der Höhle aus, dann wird er euch finden. Aber sprecht vorher am besten eure Gebete. Ich kehre zurück und ihr werdet einsehen, wie falsch ihr lagt. Abwarten und Tee trinken, mein Freund. Abwarten und Tee trinken. Okay, ich scheine den Köder schon zu besitzen, alles klar.